Das Leben in dir sagt, was immer du tust, ist nicht genug. Ich gebe das nur wieder. Und vor allem bin ich müde davon, ein stressbeseitigender, Ehemänner und Ehefrauen in Ordnung bringender Guru zu sein. Wenn dein Geist sich nicht über die Zwänge deines Körpers erhebt, tut mir leid, ich rede nicht mit dir. Jemand hatte mich gefragt, Sadhguru, warum bist du so hart zu uns? Viele andere Gurus sagen nette Dinge. Du bist ständig hart zu uns. Was immer wir tun, du sagst, es ist nicht genug. Nicht ich sage das. Das Leben in euch sagt das, nicht wahr? Was immer du tust, ist nicht genug. Hallo? Das Leben in dir sagt, was immer du tust, ist nicht genug. Ich gebe das nur wieder. Und vor allem bin ich müde davon, ein stressbeseitigender Ehemänner und Ehefrauen in Ordnung bringender Guru zu sein. Ein Yogi bedeutet, dass er etwas mit dir machen soll, das über dein physisches und psychisches Drama hinausgeht. Ich bin nicht der Regisseur deines physiologischen und psychologischen Dramas, das sich abspielt. Es ist deine Sache, diese beiden Dramen gut zu führen, ist es nicht so? Es steckt genug Intelligenz in dir, um das Leben zu führen. Ja oder nein? Es gibt genügend Intelligenz. Die Frage ist nur, arbeitet sie für dich oder gegen dich? Wenn deine Intelligenz gegen dich arbeitet, bist du erledigt. Jemand anderes arbeitet gegen dich, wir können es hinkriegen. Wir können es bewältigen. Sobald deine Intelligenz gegen dich arbeitet, bist du erledigt. Es gibt keine Möglichkeit in diesem Zustand. Also, was ist der Weg? Nun, Adiyogi sprach über drei grundlegende Formate, um zu erkennen, was jenseits ist. Mit einer Gruppe von Menschen, den Saptarishis, die sieben sehr fokussierte Männer sind. Sprach er über die Wissenschaft des Wissens. Es dauerte Jahrzehnte, Erkundung. Dazu braucht man einen messerscharfen Intellekt und Ausdauer, um an etwas über Jahrzehnte festzuhalten, um einfach in einer Richtung zu bleiben. Mit Verstand, deinen Verstand für eine gewisse Zeit auf eine Sache zu richten, erfordert enorme Fähigkeiten. Intellektuelle Fähigkeiten, um unbeirrt bei einer Sache bleiben zu können. Es ist einfacher, deine Emotionen auf diese Weise zu halten. Als er also sah, wie er die Saptarishis unterrichtete, obwohl anfangs alle denken, sie seien intellektuell und es sie unterhält, wenn man über die Wissenschaft davon spricht, werden sie nach einiger Zeit nicht mehr in der Lage sein, dabei zu bleiben. Denn es braucht Schärfe und Ausdauer. Diejenigen, die scharfsinnig sind, sind sehr zerstreut. Nur die, die ein bisschen beschränkt sind, haben leider Ausdauer in der Welt. Scharfsinnig und absolut in einem ausdauernden Zustand zu sein, das sind immer nur wenige, nicht zu viele. Da sah er die nächste Möglichkeit. Als seine Frau Parvati kam, kam sie mit großer Liebe und Hingabe zu ihm. Also, weil ihre Hingabe und ihre Liebe zu ihm so groß waren, konnte er sie als Teil seiner selbst einbeziehen. Sie wurde eine Hälfte von ihm und tatsächlich ist in den indischen Sprachen das Wort für Ehefrau Ardangini. Das bedeutet, dass sie buchstäblich eine Hälfte von dir ist. Ich glaube, sogar im Englischen gibt es einen solchen Begriff.
bessere Hälfte, bittere Hälfte, was auch immer. Nein, das hängt von Fall zu Fall ab. Er hat also gezeigt, wie man mit reinen Emotionen zum Ziel gelangen kann. Denn wenn deine Emotionen mit jemandem verbunden sind, ist es sehr einfach, fokussiert zu bleiben. Als du dich mit 18, 20 Jahren in jemanden verliebt hast, konntest du das Bild dieser Person nicht mehr aus deinem Kopf streichen, nicht wahr? Einfach da, die ganze Zeit. Denn wenn deine Emotionen an etwas gebunden werden, bleibt dein Verstand einfach dort. Alles, was du denkst, alles, was du tust, deine ganzen Energien werden in diese Richtung gelenkt, weil deine Emotionen an etwas gebunden sind. Das ist also, was Parvati tat. Sie verband ihre Emotionen mit dem Adiyogi auf eine solche Weise, dass eine Emotion, die als Liebe beginnt, zur Hingabe wurde. Hingabe bedeutet, es ist ein Lösungsansatz, der dich langsam auflöst und dich immer weniger macht. Sie kam also auf diese Weise zu ihrer Erleuchtung. In diesem Sinn erfuhr sie das Jenseitige. Dann gab es noch andere, die zu seinen Leuten gehörten. Sie sind buchstäblich so, als wären sie aus ihm herausgefallen. Sie fragten, was ist mit uns? All diese Leute strahlen, was ist mit uns? Er sagte, macht euch über all das keine Gedanken. Das ist für intellektuelle Idioten, das ist für emotionale Idioten. Macht euch über all das keine Gedanken. Ihr seid einfach, ihr seid sowieso ein Teil von mir. Was gibt es für euch zu tun? Macht euch keine Gedanken über Erleuchtung und solchen Unsinn. Seid einfach hier. Ganz einfach. Weil ihr kein Gefühl eurer selbst habt, müsst ihr nichts tun. Bleibt einfach in der Nähe, das ist alles. Das sind also die drei Wege, auf denen er überlieferte. In der heutigen Welt muss man mit dem Intellekt beginnen, weil jeder denkt, er sei. Sie haben gerade mal die Schulbücher gelesen, aber jeder denkt, er sei jetzt in dieser Welt ein Wissenschaftler. Wenn du also den Intellekt so trainieren willst, dass er für lange, lange Zeiträume so bleiben kann, das ist fantastisch, das wird viel Arbeit erfordern. Aber deine Emotionen sind einfach zu so etwas fähig. Es gab Zeiten in deinem Leben, in denen du emotional sehr stark mit jemandem verbunden warst. 24 Stunden. Ist es geschehen oder nicht? Du bist also emotional kompetenter, als du intellektuell kompetent bist. Ob du ein Mann oder eine Frau bist, das trifft auf dich zu. Schau es dir an und sieh. Vielleicht ist deine Liebe nicht fokussiert, aber dein Ärger ist zumindest fokussiert. Das ist eine Emotion. Wenn dein Geist sich nicht über die Zwänge deines Körpers erhebt, tut mir leid, ich rede nicht mit dir. Wenn du nicht weißt, wie du deinen Geist über deine physiologischen Zwänge hinaus erheben kannst, wenn du dich nicht darüber hinaus erhebst, was hat es dann für einen Sinn, mit dir über höhere Dinge zu sprechen? Du gibst dich nicht den Sehnsüchten deines Lebens hin. Du gibst dich mit den Wegen des Körpers zufrieden. Das ist alles. Ist es falsch? Überhaupt nicht. Es ist nur begrenzt. Ist es falsch, begrenzt zu sein? Überhaupt nicht. Aber wenn es mir passiert, würde ich es als ein Verbrechen gegen mein Leben betrachten. Aber unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Maßstäbe, das ist völlig in Ordnung. Es ist nur so, sprich nicht über hochtrabende Dinge, wenn es das ist, was du willst. Es ist eine Zeitverschwendung für dich und natürlich für mich. Ein paar physiologische Dinge haben sich in ihren Köpfen derart vergrößert, dass es so aussieht, als gäbe es keine Möglichkeit, sie zu überwinden. Nein, nein, du musst es nur mit ein bisschen mehr Bewusstheit sehen, das ist alles. Hast du nicht die Intelligenz, diese Dinge zu überwinden? Das hast du, glaub mir. Es ist nur so, dass deine Intelligenz an so viele Dinge verpfändet ist, dass sie nicht klar denken kann. Wegen kleiner physiologischer Bedürfnisse und psychologischer Bedürfnisse hast du es so sehr zurechtgemacht, mit so viel Schnickschnack.
dass du nicht durchschauen kannst, was es ist. Es ist ein sehr einfacher Prozess. Die physiologischen Bedürfnisse des Hungers und der Sexualität sind sehr einfache Dinge. Wenn du sie als das siehst, was sie sind, kannst du sehr leicht darüber hinaussehen. Körper und Geist sind Werkzeuge oder Instrumente, die dir gegeben wurden, damit du lebst. Nicht, dass du von diesen beiden Werkzeugen versklavt wirst. Du sollst sie beherrschen.